Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal einen Back to School bzw. Back to Uni Haul. Ich habe dieses Jahr mein Abi gemacht und bin jetzt Studentin in Flensburg und studiere hier International Management. Und ich dachte, ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich mir dafür so gesorgt habe und was ich davon bis jetzt so gebraucht habe. Ich weiß nicht, wie es in euren Bundesländern im Moment in der Uni ist, aber in Schleswig-Holstein ist es so, beziehungsweise in Flensburg, ich weiß nicht, ob es in den anderen Städten auch so ist, dass man in der Uni noch seine Maske tragen muss. Deswegen habe ich hier so ein schönes 50er-Pack Gesichtsmasken. Aber die benutze ich jeden Tag, deswegen sind sie ja eigentlich eine gute Investition. Ich mache mal weiter mit meinen ganzen Stiften und so weiter hier, die ich mir gekauft habe. Wo ich im Nachhinein sagen muss, vielleicht war einiges davon ein bisschen unnötig und ich habe es noch nicht benutzt, weil ich mittlerweile halt mehr mit meinem iPad mache. Da komme ich aber später nochmal drauf zurück. Also so viel an so Schreibwaren und so brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Ich habe hier einmal so ein Bleistiftset von Faber-Castell. Ich muss auch sagen, als ich die bei Rossmann gekauft habe, war ich erstmal richtig geschockt, wie teuer die eigentlich sind, weil sonst habe ich sie halt nie selber gekauft, sondern sie sind irgendwie immer irgendwie aufgetaucht. Keine Ahnung. Ein Edding, einen ganz normalen, habe ich mir gekauft. Ich dachte, so einen braucht man immer mal. Bis jetzt habe ich ihn noch nicht gebraucht, aber der Tag wird bestimmt kommen, wo ich mir denke, ich brauche ein Edding. Und dann ist er hier. Außerdem habe ich dann noch Radiergummis gekauft, passend zu den Bleistiften. Ich finde, die haben auch eigentlich eine ganz schöne Farbe hier vorne. Also dieser Einband ist ganz schön mit dem Rot und dem Grün oder was es ist. Grün, Gelb. Ist jetzt auch noch nicht ausgepackt. Also es liegt hier schon so seit ein oder zwei Monaten in meiner Schublade rum. Aber man weiß nie, wenn man sie vielleicht doch nochmal braucht. Ich habe eben gerade schon vom Edding gesprochen. Ich habe ungefähr den gleichen auch nochmal in Weiß. Eigentlich nur, weil ich meine Gläser in der Küche mit so Etiketten beschriftet habe und die Etiketten waren schwarz. Und deswegen brauchte ich halt einen weißen Stift, um darauf zu schreiben. Ja, also den habe ich schon benutzt, aber bis jetzt noch nicht für die Uni. Die ganz normalen Kugelschreiber von Rossmann. Ich nehme übrigens immer die, weil ich finde die irgendwie mega gut. Also sie schreiben halt, sie sind einigermaßen günstig. Und ich finde, sie sehen auch eigentlich ganz cool aus, so mit diesen Farben. Einer ist dann normalerweise noch drin mit Grün, den habe ich jetzt aber schon rausgenommen. Den habe ich tatsächlich sogar schon benutzt. Und dann hier noch einmal mein Taschenlocher. Mir ist zwar aufgefallen, ich habe eigentlich sogar noch einen aus der Schule. Ich hatte irgendwie vergessen, dass ich ihn noch hatte. Aber jetzt habe ich nochmal einen neuen in Grau. Wie ihr seht, der ist auch noch nicht ausgepackt, also den habe ich bis jetzt auch noch nicht gebraucht. Mein großer Stolz. Ich habe es schon gefühlt in 700 Videos gezeigt. Diese Textmarker. Ich bin so verliebt in sie. Die sind von Stabilo. Und ich glaube, sie kosten 15 Euro in diesem... Ich glaube, es sind auch 15 in diesem 15er Pack. Und sie sind einfach so schön. Ich bin richtig, richtig verliebt. Und ich glaube, wenn ich mir so nachher für die Klausuren meine Zusammenfassungen auf einzelne Lernblätter schreibe, werden die hier auf jeden Fall meine besten Freunde werden. Die sind einfach so schön. Und die stehen auf meinem Schreibtisch und alleine als Deko-Element würde ich sie da schon engagieren. Ich bin einfach total verliebt in die. Sorry. Dann habe ich hier noch einen College-Block. Also das ist wohl relativ basic. Ich muss sagen, ich liebe diese gepunkteten College-Blöcke. Die sind zwar ein bisschen teurer, aber ich mag die einfach richtig, richtig, richtig gerne. Ich habe jetzt sehr oft richtig gesagt, aber ich mag die echt. Mega gern. Ja, vielleicht schreibe ich auch wirklich mal wieder auf Papier, weil wenn ich das so sehe, habe ich auch mal wieder auf Papier zu schreiben. Ja, und dann habe ich hier noch einen Karteikasten in hübschem Pink. Den habe ich mir gekauft für meine Spanisch-Vokabeln oder generell für irgendwelche Karteikarten, die ich mir noch schreiben werde. Denn ich lerne mega gerne durch Karteikarten. Und vor allem für Spanisch, für die Vokabeln, ist es, glaube ich, mega praktisch. Da muss ich mir auch nochmal demnächst mal wieder ein paar Vokabeln schreiben und die mal wieder lernen. Dann habe ich hier noch was, was ich euch auch schon mal gezeigt habe und was aber, glaube ich, ein bisschen interessanter ist. Und zwar ist es einmal dieser Studienplaner hier von Lebenskompass. Und ich kann den einmal kurz aufmachen, weil ich finde, er sieht... Weil ich finde, die Unterteilung ist einfach richtig, richtig schön. Man kann seine Ziele eintragen, man kann hier sogar was ausmalen und so. Also ich bin echt richtig begeistert von dem. Und hier ist auch so eine Monatsübersicht zum Beispiel, das mag ich auch richtig gerne. Also den kann ich euch auf jeden Fall sehr ans Herz legen, falls ihr noch einen hübschen Kalender sucht. Weil ich glaube, am Anfang sind auch noch so ein paar Seiten, wo man auch so Bucketlist und sowas machen kann. Das wollte ich nochmal ausfüllen. Ja, hier ist eine Bucketlist. Sachen, die man in seiner Stadt machen möchte, man arbeiten möchte, 5 Eigenschaften, die ich ausmachen. Ich bin dankbar für Studium, Reflexion, Gefühlsmosaik. Den hier habe ich euch, glaube ich, auch schon mal gezeigt. Das ist mein Rucksack. Ich mache jetzt mal zu, das sieht schöner aus. Das ist mein Rucksack von Captain Sun. Bei mir ist es leider keine Kooperation. Ich habe den ganz selber bezahlt. Ich bin trotzdem sehr zufrieden mit ihm. Ich mag die Aufteilung. Er sieht echt schick aus.
auch wenn gefühlt die halbe Uni mit ihm rumrennt oder mit einer anderen Ausführung von ihm oder keine Ahnung. Ich kann verstehen, warum so viele diese Rucksäcke so gut finden. Ich glaube, ich habe ihn damals auch im Sale gekauft. Also ich habe irgendwie statt diesen 90 Euro, die er eigentlich kostet, irgendwie nur 70 bezahlt. Also das war auch voll in Ordnung. Und dann so mein Hauptteil, würde ich sagen, dass ich jetzt in diesem Video auch schon so dreimal erwähnt habe, ist mein iPad. Und ich finde, es ist echt nicht überhyped, ein iPad für die Uni zu benutzen. Auch wenn viele sich darüber lustig machen. Weil ich saß auch in meinem ersten Tag in der Uni und dachte so, oh mein Gott, wieso haben hier alle ein iPad oder alle ein MacBook oder alle beides? Und wieso schreibt hier keiner mehr auf Papier? Also ich saß da wirklich so mit meinem College-Blog und war so, okay, ja, ich glaube, man sollte sich das vielleicht mal überlegen. Es ist halt mega praktisch, vor allem gerade muss ich sagen, wenn ich irgendwie was lesen muss für die Uni oder auch halt diese ganzen Dokumente downloaden, also auch die Folien und so. Ich habe das alles hier drauf. Ich kann mir auch Notizen auf die Folien schreiben, wenn ich das wollen würde. Oder kann auch Grafiken aus den Folien rauskopieren und sie dann selber in meine Mitschrift machen. Also das ist echt richtig praktisch. Ich habe hier mir auch mein eigenes Hintergrundbilddesign. Falls euch interessiert, wie ich das gemacht habe. Eigentlich wollte ich dazu nochmal einen TikTok filmen, aber bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen. Also ich bin einfach wirklich sehr zufrieden damit. Ich würde sagen, meine meistgenutzte App ist einfach GoodNotes. Ich habe das halt eingeteilt in die Ordner für meine verschiedenen Veranstaltungen und sitze da dann eigentlich immer dran. Ich habe auch ein Notizheft für Uni-To-Dos. Da schreibe ich dann einfach immer auf, was ich für die Uni noch zu tun habe in dieser Woche. Dazu kommt dann auch noch mein Apple Pencil. Ich habe jetzt den in der zweiten Generation. Also das ist der direkt hier am iPad auflädt. Also den man nicht noch hier unten irgendwie aufladen muss, sondern die man einfach nur ranklippt und dann lädt er. Das finde ich auch echt mega, mega cool. Meine Hülle ist von Amazon dazu. Ich glaube, die hat irgendwie 10 Euro gekostet oder so. Also ja, ich habe die in diesem Grau. Und mein iPad ist, glaube ich, jetzt, naja, ich glaube, es ist das iPad Pro und ich bin sehr zufrieden damit. Und ich hoffe, es wird mir noch langjährige Dienste erweisen in meinem Studentenleben. Und ich würde sagen, das war es dann jetzt auch schon in meinem Uni-Hall, beziehungsweise in meinem Back-to-Uni-Hall oder meinem Back-to-School. Man kann alles davon eigentlich auch für die Schule benutzen. Ich weiß nicht, wie sich der Unterricht in der Schule vielleicht auch ein bisschen verändert, wenn man mehr so auf technische Geräte umsteigt, also halt auch mehr iPads nutzt oder auch Laptops und so. Ich weiß auf jeden Fall, dass meine ehemalige Schule da irgendwie dran ist, irgendwie iPad-Klassen einführen wollen oder haben oder keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich mit dieser Methode jetzt mega zufrieden. Und ja, benutzt es hier echt jeden Tag. Das war es dann auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Tschüss.